Der Bahnhof. Auch wer noch nie einen Zug von innen gesehen hat, weiß wohl zumindest ungefähr, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Für den Normalbürger ist das eine klare Sache. Ein Bahnhof ist der Ort, wo er einen Zug besteigen oder verlassen kann, wo es also mindestens einen Bahnsteig gibt, einen Aushangfahrplan, vielleicht sogar ein Gebäude mit Toilette, Zeitungskiosk, Bäcker und so weiter. Das ist grundsätzlich auch erstmal nicht völlig falsch. In dieser Doku jedoch betrachte ich den Bahnhof nicht mit den Augen des Normalbürgers, sondern beleuchte ihn aus eisenbahnbetrieblicher Sicht. Ich zähle hier auch keine Bahnhofssuperlative auf, wie den höchsten, längsten, kältesten, den mit den meisten Gleisen, Reisenden oder Zugfahrten. Das alles könnt ihr im Guinness-Buch der Rekorde nachschlagen. Vielmehr zeige ich euch anhand von Grafiken, Fotos und Filmen die Rolle des Bahnhofs und seiner kleinen Geschwister in der Betriebsführung und die Unterschiede in Gestaltung und Nutzung. Die Definition eines Bahnhofs finden wir in § 4 Absatz 2 der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung EBO. Bahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen. Entscheidende Kriterien sind also nicht der Bahnsteig, der Fahrplan, ein Klo, Stilke Aktuell oder Le Crobac, sondern die Weiche. Anders ausgedrückt, ohne Weiche kein Bahnhof. Was jedoch nicht bedeutet, dass wir es überall dort, wo eine Weiche herumliegt, zwangsläufig mit einem Bahnhof zu tun haben. Dazu später. Der Aufbau eines Bahnhofs folgt einem logischen Schema. Allerdings kommen die Anlagen nicht von der Stange, sondern sind individuell auf die örtlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Obwohl viele Bahnhöfe einander ähneln, ist bei genauem Hinsehen jeder eine unverwechselbare Persönlichkeit. Sämtlichen Bahnhöfen gemein ist gemäß EBO, dass sie entweder durch erstens Einfahrsignale, zweitens Trapeztafeln oder drittens, bei besonders einfachen Betriebsverhältnissen, die Einfahrweiche begrenzt werden. Das Gegenstück zum Bahnhof bildet die freie Strecke. Dazu ebenfalls später. Fange ich mit der denkbar spartanischsten Form eines Bahnhofs an, der tatsächlich mit nur einer Weiche auskommt. Die Hauptsignale sind symbolhaft dargestellt, weil die Bahnhofsgestaltung unabhängig vom Signalsystem und der Stellwerkstechnik ist. Es wird deutlich, mit so einem Bahnhof, der nicht mal eine Zugkreuzung erlaubt, kann man wenig anfangen. Dennoch existieren ein paar solcher Minimalbahnhöfe, beispielsweise Kremmen in Brandenburg, wo eine Regionalbahnlinie im Stumpfgleis wendet. Um ihn einigermaßen flexibel nutzen zu können, sollte ein Bahnhof mindestens über zwei Weichen verfügen. Ein stinknormaler Kreuzungsbahnhof auf eingleisiger Strecke sieht so aus. Zwei Weichen, zwei Einfahr- und vier Ausfahrsignale. Doch auch hier gibt es Abwandlungen. In dieser abgespeckten Version mit nur einem Ausfahrsignal die Richtung kann bloß gekreuzt, aber nicht überholt werden. Selbst das Wenden ist schwierig, weil ein Zug zwar von links in das untere Gleis einfahren, aber von dort nicht wieder nach links ausfahren kann, da kein Ausfahr- und somit kein Startsignal existiert. Umgekehrt kann vom oberen Gleis nach links aus, jedoch nicht von links nach dort eingefahren werden, weil ein Zielsignal fehlt. Ein wendender Zug müsste nach der Ankunft ins Nachbargleis umrangiert werden oder den Bahnhof mit schriftlichem Befehl verlassen. Theoretisch kann ein solches Bahnhöfchen beliebig erweitert werden. Man unterscheidet zwischen durchgehenden Hauptgleisen, der grün markierten Fortsetzung des oder der Streckengleise innerhalb des Bahnhofs, nicht durchgehenden Hauptgleisen, den blauen Kreuzungs- und Überholungsgleisen, sowie den grau dargestellten Nebengleisen, die nur zum Rangieren genutzt werden können. Ob die Ausfahrsignale auf gleicher Höhe oder versetzt stehen, ist von der Örtlichkeit abhängig, etwa den erforderlichen Gleislängen oder den Sichtverhältnissen. Auch an zweigleisigen Strecken weisen vor allem kleine Bahnhöfe häufig typische Gestaltungsmerkmale auf. Weit verbreitet ist diese Variante mit einem beiden Fahrtrichtungen dienenden Überholungsgleis in Seitenlage, während die durchgehenden Hauptgleise oft nur in einer Richtung befahren werden können. Beliebt ist auch die ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr nutzbare Überholung in Mittellage. Betrieblich erstrebenswert ist diese Form mit außen angeordneten Überholungsgleisen, optimalerweise mit einem Weichentrapez pro Bahnhofskopf. In Deutschland existiert meist nur eine einfache Weichenverbindung je Seite oder es ist gar keine Überleitmöglichkeit vorhanden.
Deutlich wird auch, dass Weichen im Regelfall an den Bahnhofsköpfen, nicht jedoch in der Bahnhofsmitte anzutreffen sind. Eine solche Anordnung wäre zwar denkbar, würde allerdings die Fahr- und Gleisnutzungsmöglichkeiten einschränken. Auch Bahnübergänge, als häufig notwendiges Übel, liegen meist in den Randbereichen, weil sie dort durch die Ein- und Ausfahrsignale gedeckt sind und eher selten von haltenden Zügen blockiert werden. Bahnsteige sind bei alledem nur schmückendes Beiwerk. Sie können sowohl als Außen-, Mittel- oder nicht höhenfrei zugängliche Zwischenbahnsteige, bei denen die Gleise überschritten werden müssen, angelegt sein. In vielen Bahnhöfen gibt es aber auch gar keine, weil die Reisezughalte aufgegeben wurden oder die Anlagen seit Anbeginn der Zeit nur betrieblichen Zwecken dienen. Durch Rückbauten entstanden auch einige teils groteske Konstellationen, die nur bedingt Sinn ergeben. Hier verblieb nur eine Überholung, die aber nicht zur Anordnung der Überleitweichen passt. In einigen Fällen wurden Bahnhöfe dermaßen kastriert, dass nur die durchgehenden Hauptgleise überlebten. Doch so sehr die Infrastruktur auch beschnitten wird, es bleibt stets die Möglichkeit, Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden zu lassen. Langgestreckte Anlagen bestehen bisweilen aus mehreren Bahnhofsteilen. Hier links der Güterbahnhof, rechts der Personenbahnhof. Zusätzlich zu den Ein- und Ausfahrsignalen kommen Zwischensignale zum Einsatz. In Abhängigkeit von ihrer Grundrissform und der Lage im Eisenbahnnetz unterscheiden wir diverse Bahnhofsarten, wobei die Grenzen teilweise verwischen. Die eben gezeigten Gleisplanskizzen zeigten Zwischenbahnhöfe, die die Mehrheit aller Bahnhöfe bilden. Vergleichsweise selten sind Endbahnhöfe, entweder als Kopf- oder Durchgangsbahnhof, je nachdem, ob die Gleise stumpf am Prellbock enden oder noch einmal zusammenlaufen. Trennungs- oder Anschlussbahnhöfe ähneln einander und unterscheiden sich nur dadurch, dass bei ersterem Züge von einer auf die andere Strecke übergehen, bei zweiterem umgestiegen werden muss, was aber nicht in Stein gemeißelt und eher von der Fahrplangestaltung als der Infrastruktur abhängig ist. Bei Kreuzungs- und Berührungsbahnhöfen verlaufen die Strecken abschnittsweise parallel. Im ersten Fall kreuzen sie sich rechts oder links, bevorzugt niveaufrei. Im zweiten Fall laufen sie wieder auseinander, ohne sich gekreuzt zu haben. Bliebe noch der Turmbahnhof, in dem sich Strecken auf verschiedenen Ebenen kreuzen und über Verbindungskurven verknüpft sind. Wie gesagt, eine klare Grenze zwischen den verschiedenen Bahnhofsformen lässt sich nicht immer ziehen, zumal mitunter mehr als zwei Strecken im Spiel sind. Für derart unübersichtliche Komplexe hat sich die Bezeichnung Knotenbahnhof eingebürgert. Betrieblich sind all diese Kategorisierungen ohne Belang, denn die Regelwerke unterscheiden nicht zwischen einem Dorfbahnhof mit zwei Weichen und einem Großstadtknoten mit 9 zulaufenden Strecken und 43 Gleisen. Daneben existiert eine Unterscheidung nach Bauformen, die sich über den Standort der Empfangsgebäude definieren. Diese waren in früheren Zeiten Dreh- und Angelpunkt eines jeden Bahnhofs. Heute dienen nur noch wenige dem ursprünglichen Zweck. Viele sind abgerissen, verfallen oder verkauft. An ihre einstige Bedeutung erinnert die Streckenkilometrierung, denn der metergenauen Ortsangabe eines Bahnhofs liegt traditionell die Mitte EG zugrunde. Die mit Abstand größte Gruppe bilden die Durchgangsbahnhöfe mit EG in Seitenlage. Bei Kopfbahnhöfen steht es meist quer, hinter den stumpf endenden Gleisen. Beim Keilbahnhof finden wir es im Zwickel der sich trennenden Strecken. Beim Inselbahnhof ist es von Schienensträngen umschlossen. Beim Reiterbahnhof über den Gleisen errichtet. Auch hier gibt es Mischformen. Dresden Hauptbahnhof beispielsweise ist ein Mix aus Kopf- und Inselbahnhof. Angesprochen wurden bereits Weichen, die nicht zu einem Bahnhof gehören, und der Begriff freie Strecke. Bahnhöfe sind sozusagen die Könige oder zumindest der große Bruder unter den im Folgenden präsentierten Betriebsstellen, da man dort, und seien die Anlagen noch so gerupft, alle betrieblichen Möglichkeiten hat. Auf der freien Strecke hingegen ist man eher eingeschränkt. Wesentlicher Unterschied ist, dass im Bahnhof rangiert, also mehr oder weniger fröhlich hin und her gefahren werden kann, um etwa eine Lok zu wechseln, Züge zu stärken oder zu schwächen und Gleisanschlüsse zu bedienen. Auf der freien Strecke geht das nicht, beziehungsweise nur unter besonderen Voraussetzungen. Betrachten wir zunächst den Haltepunkt, der sich aus Sicht unseres Normalbürgers nicht von einem Bahnhof unterscheidet, weil er hier ein- und aussteigen kann. Haltepunkte sind gemäß EBU-Festlegung Bahnanlagen ohne Weichen, wo Züge planmäßig halten, beginnen oder enden dürfen. Anders als ein Bahnhof,
brauchen Sie also zwingend einen Bahnsteig. Das Beginnen oder Enden gilt allerdings nur für Haltepunkte am Schluss einer Stichstrecke, wo das Gleis am Prellbock endet. Von allen übrigen Haltepunkten kann nicht einfach so zurückgefahren werden. Stattdessen muss der betroffene Zug in den Bahnhof zurücksetzen, was nur mit schriftlichem Befehl und höchstens 20 km/h möglich ist. Weitere weichenlose Betriebsstellen der freien Strecke sind Blockstellen, die den erforderlichen Abstand einander folgender Züge gewährleisten, und Deckungsstellen, die Gefahrenpunkte wie bewegliche Brücken sichern. Weichen der freien Strecke finden wir auf Anschluss- oder Ausweichanschlussstellen sowie an Abzweig- und Überleitstellen. Über die ersten beiden sind beispielsweise Ladegleise oder Industriebetriebe angeschlossen, was heutzutage nur noch selten vorkommt. Zur Bedienung muss das Streckengleis gesperrt werden. Die Züge verkehren als Sperrfahrt vom Bahnhof zum Anschluss und rangieren dort hinein. Bei Anschlussstellen bleibt das Gleis gesperrt, bis die Sperrfahrt zurückgekehrt oder im nächsten Bahnhof angekommen ist. Bei Ausweichanschlussstellen kann die Sperrung aufgehoben werden, wenn der Zug im Anschluss eingeschlossen und das Streckengleis durch Flankenschutzeinrichtungen gesichert ist. An Abzweigstellen können Züge von einer auf eine andere Strecke wechseln, wobei es unerheblich ist, ob die abzweigende Strecke auf Nimmerwiedersehen verschwindet oder parallel läuft. Da eine Bahnstrecke per Definition maximal zweigleisig sein kann, sind derartige Verknüpfungen bei drei oder mehr nebeneinander liegenden Streckengleisen automatisch Abzweigstellen. Überleitstellen hingegen sind Weichenverbindungen innerhalb einer Strecke, sei es zum Wechseln zwischen den beiden Gleisen oder beim Übergang von Ein- auf Zweigleisigkeit. Hinter einem solchen Konstrukt kann sich also vieles verbergen. Einer der erwähnten Kastratenbahnhöfe, eine Abzweigstelle zwischen zwei eingleisigen Strecken oder eine Überleitstelle auf einer zweigleisigen Strecke. Lediglich aus den Signalstandorten und Bezeichnungen ließe sich die jeweilige Betriebsstellenart ableiten. Und um es nicht zu bunt zu treiben, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, dass es auch noch Haltestellen gibt, hinter denen sich Haltepunkte verbergen, die mit Anschluss, Ausweichanschluss, Abzweig- oder Überleitstellen örtlich verbunden sind. Ja, ich denke, das genügt für heute. Und falls ihr mal wieder auf einem Bahnsteig steht und auf den Zug wartet, blickt doch mal kurz vom Smartphone auf und guckt, ob ihr es mit einem Bahnhof, einem Haltepunkt oder gar einer Haltestelle zu tun habt. Viel Spaß dabei und bis die Tage!